Ronja Brichert, aktuell in der dritten Damen-Bundesliga unterwegs für Fürstenfeld in Germany, nicht das Fürstenfeldbruck in Austria. Aus der Jugend des CVR Dittmunder Asbach, wer sich jetzt fragt, was ist das denn? Das ist ein Viertel Vorort, in dem ich seit einigen Jahren spiele. Und der Verein selber, das erzähle ich gerne immer wieder, ein halber Familienbetrieb. Nämlich die Gebrüder Ferdinand, Tillmann und Anselm Kisslinger. Letztere tritt ein bisschen kürzer, wegen Familienzuwachs, war aber der, der lange Zeit die meisten Trainingsaufgaben übernommen hat. Die nimmt jetzt ihr ständiger Begleiter war, Marc Jarsch, und auch der Nikolaus Klein hilft da aus. Und das Witzige ist, was ich nicht wusste, Marc Jarsch ist ja mit ihr liiert und sie ist auch in Gänsefüßchen eine Kisslingerin. So viel also zum Thema Familienbetrieb beim CVRM Unterasbach. Die Eltern sind auch sehr aktiv, vor allen Dingen, wenn es um Catering geht. Beim berühmten Zinner-Turnier des CVRM Unterasbach. Ich sollte es nicht versuchen, ich versuche es trotzdem, das zusammenzukriegen. Sie ist wohl die Enkelin von Oma Kisslinger. Enkelin. Das heißt, die Tochter von Oma Kisslinger war wohl diejenige, die nie Tischtennis gespielt hat, oder zumindest nicht zu meiner Zeit. Nur die drei Söhne, hat aber einen Herrn Brüchert geheiratet. Die Folge war Ronja Brüchert und die spielt wieder Tischtennis. Und natürlich hat sie angefangen, wo? Dreimal dürfte sie raten beim CVR Unterasbach.